Es gibt ein Lasst paar es mal. einzelne Sachen, womit Ja. man Quarz benutzen Den kann, braucht ja. man für irgendwas noch. Aber wenig, sehr wenig, finde ich. Jetzt Oder denke aktiviert ich. mal jemand hier nächstes. Ja. Felix fehlt. Ich fehle ja, ist ja gut. Boah, ich bin immer noch nicht besser am Hof. Okay, 25 Es brauchen wir jetzt. regnet. Aber Königin der nice. Soßen! Grüß, ich bin die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus dem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht diese Woche ist Maki-Rolle, der zarte Geschmack des Ozeans. Benny, Eingehüllt bin in weiche Wolken aus Reis. Vielleicht ein wenig Wasabi für die Abenteuerlichen. Das Wasser läuft schon in meinem Mund zusammen. Oh, wie ich Sushi liebe. Das ist super, weil die brauchen wir nämlich für die Dings, das Benny, Gemeindehaus. könnt ihr mal kurz ruhig sein. Benny, nimm mal bitte deine 5 Eisen und bring mal deine Axt zum Schmied. Du bist als erstes dran, weil es regnet und da kann ich eh in die Mine gehen. Dann brauchst du deine Spitzhacke. Richtig. Da wäre es auch Schluss quasi. Aber Oh, ich will auch ernten. kannst du erst ab 9 zum Dingens. Aber mach das heute auf jeden Fall. Wenn nicht, mache ich es für meine Spitzhacke. Ja, es ist ja egal. Hauptsache, eine wird Wobei, nee, geerntet. ich. Es regnet, ne? Wir haben jetzt noch 7 Tage. Wir können auch noch was pflanzen. Ihr sollt vor allen Dingen dann aber trotzdem heute noch zum Schmied gehen. Aber ja, ich kann mir jetzt auch den Rucksack für 25.000 holen, aber ihr wollt ja auch Nee, erst noch vor allen Dingen noch ein Silo bauen. ich wollte das Haus bauen, Oder nicht ein das Haus Silo. von mir Was aus. stehst du hier eigentlich an der Seite und pinkelst in die Ecke? Ich bin halt Creep. Stellt sich im Regen irgendwo an den Busch Ja. und guckt den Busch an. Das sind Sachen, die will ich gar nicht Wollte mal wissen. kurz hochgehen. Gehen, ich bin Wann und heute. wo Felix pinkelt. Das interessiert mich nicht. So, du wolltest die Winterwurzel zu den Wintersachen, ne? Nee, zu den Special-Sachen. Wo sind denn die Special-Sachen? Links unten. In der Truhe. Also an der Ecke links. Hä? Die Truhe. Die sind doch nur in einer Ecke aufgebaut, die Truhen. Die Truhe links unten. In, Ah, das ist genau die wo. Ja, das ist die Special-Truhe. Special-Truhe. Na dann. Lässt du jetzt deine Dings aufwerten? Bin schon dabei. Hast du denn genug Eisen dabei? Hab alles Eis mitgenommen, was wir haben. Okay, wie viel braucht man denn dafür? 5. Und du hast 5 mitgenommen. 7. Ja, Habe ich dann mitgenommen. nice, dann bleib da. Dann kann man nämlich, kann ich nämlich meine auch noch aufwerten. Meine Muss ich dir jetzt Spitzhacke. den Shit wieder schenken, einzeln? Ja, 2 Stück. Komm mal angefahren, gib mal Gas. Ich bin schon unterwegs. Gib Gas, habe ich gesagt. Ich bin unterwegs. Schneller als laufen kann ich nicht. Soll ich jetzt dir entgegengefahren kommen? Nein, 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 ich bin schon da. Ich warte, ich drück drauf, Minen. Nee, nicht Minen, Stadt. Ich wollte gerade sagen, als du jetzt Minen gedrückt hättest, Stadt. wäre Facepalm gewesen hier. Ja. Und wie du dich über Eisen freuen kannst. Ja. Ich liebe Eisen. So, jetzt verbessere ich Aber nämlich meine Spitzhacke. hast du auch schon Kupferspitzhacke, ja? Ja. Bam, 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 bam. Finde ich heute mal Demetrius. Stahlspitzhacke. Demetrius, wo bist du? So. Put, 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 put. Put, 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 Dann put, würde ich put. sagen, dann Put, 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 put. ich sehe heute Sähe noch ein bisschen und angeln. Weil angeln, ich habe mehr Glück heute und es regnet. Sebastian mag wohl keine Marmelade. Nee. Zumindest nicht aus Blaubeeren. Das hätte es ja, okay. Nee, Sebastian mag gar nichts, was essbar ist. Wow. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was der mag. Immer wenn ich ihm was schenke, findet er das scheiße. Er sollst mal so einen Schleim oder sowas Perfekt. schenken. Genau das, was ich für meine Forschung benötige. Es wird mir schwerfallen, sie nicht zu essen. Vielen Dank. Aber langsam bin ich wieder Hunger, das ist super. Moment mal, wir hatten schon 10.000 bei uns Sachen ausgegeben. Achso. Wir beide. Bitte aufwerten. Ja. Danke dir. Ich Oh, werde ich könnte auch mal ein morgen bisschen Angel anfangen. Ich sollte gebrauchen. ungefähr 3 Tage fertig sein. Kannst du dir kaufen. Kostet 1.800. Ich wollte gerade sagen, braucht man für die irgendwas an Nö. Materialien? Nur Geld. Dann kaufe ich mir mal eine neue Angel. Jetzt hau mal was Geld hier raus, mit vollen Händen. Wir sollten auch noch irgendwann dann was aufheben für den Herbst, ne? Ja. So, ab dem 25. oder so, dass wir direkt Ey, Saatgut guck kaufen mal unser können. ganzes Beet an, ja? Ich glaube nicht, dass wir so wenig Geld haben werden, ja? So viel wenig Geld haben werden. Möp, 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 möp. Hä?
Ich konnte nur die Bambusstange gerade kaufen. Scheiße, jetzt habe ich die gekauft. Da musst du wahrscheinlich besser im Angeln werden. Oh nein, jetzt komm. Sam will Seetang haben von mir. Und ich kann die Bambusstange auch nicht wieder verkaufen. Nee, kannst nicht. Toll, was mache ich denn damit? Müll. Caroline, ach du meine Güte, bist du sicher? Habe ich Caroline noch ein bisschen Marmelade geschenkt. Also ich schmeiß jetzt meine zweite Angel in den Müll. Ich weiß nicht, ob du die normalen Dinge verkaufen kannst. Da ist Abby kriegt wieder nochmal Marmelade von mir. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Ich habe übrigens den Fisch gar nicht überbracht, der vorhin wichtig war. Der Thunfisch? Hm. Ich habe die Forelle gebracht. Ich nicht. Ich angle jetzt noch weiter Fisch. Und dann so gegen 3, 4. Ich kann mal die ersten 5 Level machen, damit ich auch mal in die Abenteuergilde aufgenommen werde hier. Oh ja, mach das ruhig mal. Und du kriegst ja dann auch. Kriegst du da nicht auch Questerfolge und Geld irgendwie? Nicht, dass ich wüsste. Oder soll ich nochmal Saatgut kaufen? So, ich schenke dem Emo jetzt eine Miesmuschel. Reicht mir jetzt, wenn er nichts mag. Da. Er sagt danke. Ich glaube, das war neutral. Er fand es aber auch nicht scheiße. Das wieder Kacke geschenkt. Hm. Diese subtile Anspielung von ihm. Ich spreche ihn an und er sagt, den Ozean genießt man besser alleine, findest du nicht? Es ist so ein Hau ab. Ja, was wäre das Beste schon oder was? Oh, kaufst du jetzt Saatgut? Ja. Benni, hast du deine Spitzhacke abgegeben? Ja, schon lange. Jetzt gut. Bin ich extra schnell losgelaufen, um Saatgut zu kaufen. Ich habe 50 Radieschen gekauft. Felix? Mhm. Du musst dich jetzt beeilen, um genug Eisenerz zu finden, damit du morgen deine Hacke erweitern kannst. Ich habe meine nämlich auch abgegeben. Das heißt, wie viel ist noch da? Null. Toll. Aber du wolltest ja heute eh in die Mine gehen. Ja, ich bin ja schon. So wie ich dich verstanden habe. Das Tolle ist, ich habe gerade 3 Treppen hier unten gefunden. Toll, manchmal sucht man Treppen echt bis zum Get-No und dann sind sie auch immer zuhauf da. So ist das immer dann, wenn man sie nicht brauchen kann. Ich finde Quarz gerade haufenweise hier. Wie viel hast du denn jetzt an Saatgut gekauft? 50 Radieschen, habe ich doch gerade gesagt. Ach, Entschuldigung. Aber wie wir das? Total. Benni hört halt genau zu. Die Leute, genau, hören mir nicht zu. Hat Lumi beim Schneiden schon selber festgestellt, dass mir keiner zuhört. Nein, das habe ich so nie gesagt. Ich habe zu viel zum Thema. Du hörst mir zu. Zu viel Monster, das ist too much. Ich muss dir nicht zuhören, das hast du mir geschrieben. Ja, das habe ich schwarz auf weiß. Ich habe dir geschrieben, wir hören uns alle gegenseitig nicht zu. Ja, würdest du jetzt behaupten, aber zeig das mal den Silo. Habt ihr das Silo mal gekauft? Nein, immer noch nicht. Wir haben unser Haus aufgewertet. Ach so, ja, stimmt. Wie, du hast das Haus aufgewertet? Ja. Nur deins dann, na toll. Nee, das wird doch auch mit Aderhaus sein. Hauptsache, da ist eine Küche da. Ja, gut, dann müssen wir halt bei dir immer kochen gehen. Jetzt wird's ja hier völlig bunt. Dann helft dir mit den Monstern, auch wenn ich nicht mithacken kann. Ich bin gerade im Monster-Level. Ich glaube, das wird nichts. Auf welchem Level bist du denn? Ja, im Monster-Level. Der zeigt mir gerade kein Level an. Ja, wo bist du denn reingegangen? Ja, lass ich da jetzt nicht mehr. Warte dann mal. Also, Felix, du was merken würde. Ich muss ja erstmal so eine Gewürzbeere essen. Ah, da sind die 3. Also, ich bin ins Richtige reingegangen. Ach, was ist denn, Kira? Schatz, kümmere dich mal um die Katze. Ich kann gerade nie. Ich bin in der 64. Oh toll. Ja, ich jetzt auch. Guck, dann helfe ich dir mit den Monstern und du machst ja weil. Das andere, gut. Das andere, genau. Da gucke ich dir dabei zu. Ja, oh, das kannst du aber aufnehmen. Das kannst du aufnehmen. Warte. Was, hast du keinen Platz mehr? Nee. Mach! Ich beschütze dich. Ja, super. Da unten rechts ist auch noch mal einer. Jetzt kommt 3er, ich mach mal mit. Das war das too much. Geht schon. Läuft. Läuft. So. Das
kannst du da mal aufnehmen, dass es unten ist, ja. Schade. Hm. Ne, mein Teil ist schon voll. Ich kann auch nicht mal mehr Stein aufnehmen. Ha. Was schickst du denn auch so viel mit dir mit? Ich hab Batwings, ich hab eine Bombe. Ach, ich gebe dir das jetzt nicht erst aus. Gesät. Sehr schön. I'm done saying. Und ich hab mal die Vogelscheuche auch. Da drüben ist noch was Schönes. Und die Vogelscheuche. Normalerweise wäre es auf Englisch, glaube ich, Seeding. I am saying. Ach Mensch. Hier und sortieren. Ja, da oben gibt's Kohle. Ja, ich mach das schon. Kümmer du dich da oben um die Steine. Das kann ich eigentlich noch Schönes herstellen. Wenn Hydrogel. Morgen, wenn du morgen dein Dings abgeben kannst. Ich kann sogar schon Qualitätshydrogel herstellen. Ja, nice. Die Dinger sind eher eingesperrt, aber dafür gibt's Kohle bei den Dingern. Ich komme da aber nicht durch, ich habe ja keine Schütze. Steinschild, Holzschild, Lagerfeuer, Krabbenhäuser. Ja, komm. Ich komme gleich hoch. Ich lasse den schon mal frei machen, ich komme dann hoch. Genau. Mach hier derweil schon mal den Schleim. Hier gibt's wieder nichts. Muss jetzt erstmal Treppe finden. Stein brauchen wir auch viel, oder? Joa. Das Haushalt und so, ne? Oh, Schleime können auch Harz droppen. Ja. Gut zu wissen. Alter, hier sind nur Monster, ey. Kein Eisen. Ja, bloß Monster. Ich komm schon. Du musst hacken. Ja, es ist ja nichts da. Ja, aber einen Weg finden. Ach so, ja. Ach man, hab's. Go, go, go. 10, 20, 50, wir können eigentlich langsam zurück. Das ist egal. Wir müssen zurück. Wir können ja noch gucken, ob wir ein Level schaffen. Aber 0 Uhr sollten wir spätestens gehen. Oh, hier liegen noch Schuhe. Jetzt hab ich keinen Platz mehr. Ich brauch's ja nicht. Oh, wir gehen zurück. Das wird zu knapp. Ich will ja noch Zeug einschmelzen. Und na gut, mal los bist. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Hat mir gerade auf der Zunge. Ha! Gelegen aber. Und wenn's genug geregnet hat, dann hört's auch wieder auf. Das war sehr unlustig. Ich hab einen Magnetring. Ich hab einen Magnetring. Den rüst dich aus. Erhöht die auf. Erhöht hab den Radius zur Aufnahme von Gegenständen. Du bist nicht cool, den habe ich auch. Wieso nicht cool? Das ist nichts Besonderes, ich hab den auch. Ja, mir fällt wieder. Gehst du mal kurz weg? Wo ist denn der Ben jetzt hin? Nein, ich will dir kein Erz anbieten. Ben redet nicht mehr mit uns. Oh. Bin wieder da. Ich gerade vermisst. Ey, es hat für 4 gelangt. Einer fehlt. Das kann ich am Morgen schnell machen. Ja, da haben wir 8 Stück. Den könnt ihr. Ich habe gesagt, so 3 oder 6 können wir ja machen. Dass wir 6 Mineralien immer pro Stück haben. Da können wir 2 mal machen. Also, da ist immer was da. Also, wir sammeln jetzt, bis wir 6 Teile haben. Dann reicht. Ich geschlafen. Guten Abend. Ich gehe auch schlafen. Oh, die einen Wegdinger sind gar nicht in Betrieb. Schade. Muss ich morgen früh machen. Ohne Geode. Ich drück euch dann mal Start und dann husche ich mal kurz für kleine Mädchen. Ja. Wenn ihr leg dich am besten ins Bett. Leg dich am besten. Ja, aber ich muss ja dann nochmal bestätigen, dass der neue Tag anfängt. Das nützt jetzt ja gar nichts. Und ab morgen wird dann auf unserem Hof gebaut. Ah ja, nice. Ui, das war aber knapp, der letzte, der da rein ist. Ja. Naja, ich hatte bloß vergessen. Fischen Camper für 2. Oder Kundschafter. Kämpfer natürlich. Toll, jetzt habe ich Angelverbesserung bekommen, aber Farm immer noch nicht. Was soll ich noch machen? Ich habe Kämpfer mehr bekommen. Ernten. Ja gut, dann gehe ich jetzt raus und ernte und danach gehe ich aufs Große. Das blöde Spiel kann mich mal. So.
Was sagt denn Leben vom Land? Bleibt weg, ich ernte. Die meisten Städte haben einen Kalender der Jahreszeiten vor ihren gemischt waren. Ah, es ist sehr ratsam, diesen hin und wieder zu überprüfen. Dann weißt du auch Bescheid, was in deiner Gemeinde so vor sich geht. Und wirf immer einen Blick auf die Jobangebote. Und die Wahrsager sagen neutrale Geister. Und morgen ist ein sonniger Tag. Also wir tun jetzt von diesen von den Mineralien, von den ganz tollen, tun wir jetzt immer 6 aufheben, habe ich jetzt für uns beschlossen, ne? Und der Rest wird verkauft. Haben wir nie zu Pott. Ja, bin ich d'accord. Das ist gut. Sind Sie d'accord? Ja, aber sicher doch. Wie konnte ich nicht d'accord sein? Ah. Na, welcher Film, Lumi? Keine Ahnung. Catch me if you can. Guck mal, die Sonnenblumen gehen auch ins nächste Dings über. Dann pflanze ich jetzt noch ein paar Sonnenblumen. Ihr könnt dann übrigens natürlich eure Axtlei abholen heute. Was hast du denn das jetzt gesehen, dass da übergeht? Die Sonnenblumen spucken Kerne aus, wenn man sie erntet. Achso. Sieht doch schon wieder eingegangen aus hier. Ist auch schon wieder eingegangen hier oben. Keine Ahnung. Und die sind mit Sicherheit gegossen, weil wir haben doch hier doch die Sprinkler. Aber die gehen trotzdem ein. Wer weiß, Benny, wer weiß. Keine Ahnung. Voll doof. Die Bomben müssen wir übrigens unsammeln, ne? Wisst ihr warum? Hier geht voll viel ein, was ist denn hier los? Hätte ich hier eigentlich nur daran? Ja. Lass das den Armbändern mal weinen. Miau! Und deine Katze auch so. Komm her, du kleines Monster. Jetzt kümmere dich doch schon um mich, miau! Heißt mir gerade, wie ich die Hand ab. Wie als wäre ich so ein Chicken Wing. Du bist ein Chicken Wing? Für sie. Chicken Wings wäre jetzt auch geil. Du bist der Dosenöffner. Au! Du beißt dich halt voll rein. Oh, wie schön. Also, was eine Ironie des Schicksals ist. Ich krieg jetzt von Demetrius das Rezept für gebratene Pilze und habe heute eine leichte Lebensmittelvergiftung von meinen gebratenen Pilzen von gestern. Ja. Total super. Was ist jetzt okay. Im Real Life? Robin Schinken mehr. Ja, im Real Life. Na, weil du gerade von Demetrius gequatscht hast. Nee, im Spiel gibt der Typ mir eine Pilzpfanne, ein Rezept für die Pilzpfanne, während ich im Real Life von der Pilzpfanne eine leichte Magenverstimmung hatte. Okay, ich gehe jetzt mal kurz ins Bad und komme gleich wieder. Jo, geh mal kacken. Lässt nicht, ich zeichne ja alles. Geh mal kacken. Ach, wir können so Livestreams vor allen Dingen, aber auch wir können einfach Sachen sagen, die du vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit haben wolltest. Und die sind dann auf deinem Kanal. Die steht zum Beispiel ganz doll auf Füße. Füße sind super Füße. Ein sehr guten Fußfetisch, also. Hat sie uns vor dem Stream erzählt. Tanja, wenn du mal Bock hast, ne? Die hat übelst Bock auf. Wenn man ihr begegnet und ihr nackte Füße zeigt, am besten schön dreckig, wenn man auf der Straße gelaufen ist, da ist alles vorbei. Da sind deine Füße in 0,0 wieder sauber. Erstmal werden sie nass. Ja, danach wird's ja trocken. Ekelhaft. So, jetzt das ganze Quatsch schneidet und dann wird sie uns irgendwann böse Nachrichten schreiben. So, erstmal nichts kaufen, ich spreche gerade Geoden. Aber pssst, wir haben nichts verraten. Nein. Hast du mal Geoden schon wieder auf? Ja. Ich hab 8 Stück oder du so. Du und deine Geodeneier, ey. Ja. Kann ich am besten. Na, Kira, hast du so einen Brunnen kaputt gemacht? Leben. Das ist jedes Mal so ein Arschtritt, wenn du die Geoden aufmachst. Jetzt macht sie irgendwas in der Küche. Sie wollte doch sowieso irgendwie da sich noch was holen. Wahrscheinlich Tee. Wir haben das noch gar nicht fertig gegossen. Du hättest mir auch beim Gießen helfen können, guter Mann. Ich habe Grünalge im Müll gefunden. Apropos Grünalge, da muss ich noch was abgeben, fällt mir gerade ein. Was da hin? Wir haben noch mehr, glaube ich. Ha, Belohnung erhalten. Läuft.
Oh, ja, schon wir haben eine Obsidian-Vase bekommen. Sehr gut. Ja, sehe ich auch so. So, jetzt komme ich erstmal zurück. Stellen wir das einfach mal der Lumi ins Haus. Was sind hier alles? Kampfstiefel plus 3 Verteidigung. Ja, lustig. Bleirute. Die Bleirute könnt ihr aber verkaufen. Mach was du willst. Willst du die grünen Alge haben? Nee, ich habe hier noch welche. Glaube ich. Hier sind die drin bei mir. Kann das nicht eigentlich in diesen Müllabsorber rein? Nee, das ist kein Müll. Das ist tatsächlich ein normaler Angeldingens. Seetang braucht der. Okay, wir laufen los, bringen Sam Seetang. Ich hab gerade die Grünalge rausgeschmissen, da du als Arzt losgelassen bist, hast du die lustigerweise, glaube ich, sogar aufgenommen. Ich brauche Seetang und keine Grünalge, ich habe nichts aufgenommen. Du kannst mir nicht Sachen geben, indem du auf den Boden wirfst, das geht nicht. Okay. Du kannst generell nichts auf den Boden werfen. Okay. Nope. Doch. Nope. Das habe ich aber schon mal gemacht, glaube ich. Das macht Stein in der Erzekiste. Weil die mich verkackeiern. Stein ist ein Stein, wie ein Erz ja auch. Ich weiß nicht. Das ist immer wichtig zu sagen. Wie ist denn jetzt unser finanzieller Plan heute? Siehst du doch. Ich gehe in die Mine. Wie immer. Ich such gerade Sam, um 60 Gold zu verdienen. Ja. Hey, jetzt nichts dagegen sagen, ja? Doch, doch, immer. Peanuts. Aber Erdnüsse sind lecker. Meine Stahlspitzhacke ist immer noch nicht fertig. Achso, da kann ich auch mal nachgucken, ob meine fertig ist. Wahrscheinlich nicht, oder? Wenn meins nicht fertig ist. Achso, stimmt. Wo rennt denn eigentlich Sam rum? Bäume. Ja? Wo rennt denn Sam rum, wenn er nicht zu Hause ist? Ist er mit dem Skateboard da manchmal unterwegs, oder? Wo soll man denn hier skaten? Jetzt so überall Kopfsteinpflaster. Ich habe ja noch niemanden mit Skateboard gesehen. Wie viel Geld braucht ihr denn für die Spitzhacke vom Felix morgen? 5000 braucht das immer. Das. Dann heben wir noch ein bisschen Geld auf. Ja, nimm den Deckel mit, genau. Renn mit dem Deckel weg. Achso, das ist am Machen und Tun. Feuerquarz. Kann Feuerquarz auch einschmelzen? Stimmt, oder? Ich glaube, ja. Ja, normales Quarz kann auch einschmelzen, kommt aber ganz normaler Quarz bei raus. Ernsthaft? Ja. Das ist ja dumm. Ja, deswegen habe ich gesagt, verkauf die Kacke, kriegst du mehr Geld. Außerdem haben wir mittlerweile so viel verfeinerten Quarz, den können wir gar nicht alle verschenken. Gerade schon 5 verfeinerten Quarz verkauft. Das ist sehr schön. Oh, schon wieder so ein fucking, also irgendwie war ich an diesem Tag heute zu nichts nütze. Doch wie immer, oder? Haha. Das ist ja nicht witzig, das ist doch ernst. Ich hab dich auch lieb. Ist eigentlich mit unseren Bienen schon irgendwas passiert? Oh, wir haben schon Honig, guck mal einer an. Honig! Wildhonig! Honig müssen wir doch bestimmt auch abgeben, da gehe ich jetzt noch abgeben. Ja, ich glaube schon. Ich kann ja nicht mehr. Guck, schon wieder der halbe Tag hier rum, ey, das ist doch kacke. Der Dreivierteltag sogar schon. Ich wollte eigentlich nur meine Spitzhacke abgeben, aber das kann ich mir erst mal in den Arsch schieben. Ne, der hat nicht mehr offen. Ja, der Schmied hat nicht mehr offen. Und wo wird denn jetzt eigentlich die Küche gebaut? Weiß ich nicht, aber vor Dingen sind. Wurde nicht dein Haus ausgebaut? Du musst jetzt eine Küche haben? Ne, es dauert ein paar Tage. Ich liebe so Zeugs, ernsthaft, du bist echt super, Ben. Ich hab wieder Amethysten verschenkt. Du Schenker, du. Ich will Abigail endlich auf meiner Seite haben, damit sie gegen euch rebelliert. Na, dann lass aber Haley in Ruhe. Ich will Haley gar nicht haben, die blöde Schlampe, kannst du dir gerne ins Bett holen. Guck mal, hier hast du schon wieder 2 Sachen vergessen zu gießen. Cool, cool. Also, deswegen verdorrt hier alles was. Penny, willst du dann noch einen Magnetring haben? Wir brauchen übrigens
Nee. Tomaten, Blaubeeren und Melonen müssen wir noch abgeben. Blaubeeren und Melonen haben wir. Aber Tomaten haben wir gar nicht angebaut im Sommer, oder? Dann machen wir das halt nächstes Jahr, Michael. Ich sag nicht, wir haben keine Tomaten angebaut. Bündel, Nutzpflanzen, Sommer, haben wir keine Tomaten abgegeben zumindest. Wir haben auch keine aufgehoben. Ich krieg die Krise, warum haben wir keine Tomaten angebaut? Tja, wahrscheinlich, weil wir keine Tomatenpflanzen bekommen haben. Ach, vielleicht kriegt man die erst im zweiten Jahr. Das kann auch sein. Moment mal, wieso konnten wir denn schon was für den Herbst abgeben? Was? Hä? Ja, wir haben schon Sachen für Herbst und Winter abgegeben beim Sammeln. Ja, manche Sachen findet man ja da schon. Gefrorene Träne zum Beispiel. Genau, sowas. Aber ich finde gerade nicht, wo ich einen dünnen Honig abgeben kann. Kannst du, glaube ich, nicht abgeben. Doch, doch. Der ist für... Bündel Koch, Bündel Futter, Bündel Verzauberer, Bündel Feldforschung, Bündel Färbemittel. Ich glaube, der ist bei dem schwarzen Brett dabei. Nö, da bin ich gerade. Und beim Koch ist es auf jeden Fall nicht. Die Marke müssen wir mal machen. Beim Futter auch nicht, Verzauberer auch nicht. Moment. Oh, Kira, du Arme. Ja. Im Aquarium logischerweise auch nicht. Handwerksraum. Handwerksraum? Vielleicht. Nee, da ist es auch nicht. Der Kohlenraum ist bei uns fertig. Hä? In der Speisekammer. Aber da war ich doch. So die links oben, oder? Keine Ahnung, aber das Kammer ist links oben und da haben wir noch kein Buch, glaube ich. Ah nee, alles richtig haben wir. Ich bin bloß blind. Sehr schön. Dafür habe ich jetzt 2.500 Gold ausgegeben. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Wofür? Für ein Goldpaket. Ich denke, wir sparen für die Spitzhacke vom Felix. Ach Quatsch. Ja, sparen, schmarrn, sage ich immer. Habe ich morgen fertig. Nicht, wenn wir nicht genug Gold haben, dann hast du die morgen nicht fertig. Ja. Was? Wir haben fast kein Gold mehr? What the fuck? Wir haben ja zum Glück genug Mineralien-Dinge. Da tue ich einfach meine Mineralien für die Geschenke abziehen. Fertig. Du kannst ja dann die Mineralien mitnehmen zum Schmied und verkaufen dort, wenn es nicht genug ist. Warum dort verkaufen? Warum? Ich hau es immer einfach in die Tonne rein, dann bekommen wir das Geld auch dasselbe. Ja, aber wenn du es jetzt raushaust, braucht man es vielleicht gar nicht. Oh, ich sollte nicht. Nein, essen, ich hau meinen Anteil weg. Ihr könnt dann noch eure Mineralien da verkloppen. Oder auch nicht. Hier, das war der kommunistische Friedenshof. Ja, es gibt nicht deinen Anteil, meinen Anteil. Doch. Gibt es. Ein Kaulbarsch habe ich gefangen. Ich fange gar nichts, weil ich esse beim Angeln und immer vergesse zu klicken. Vernichtet das jetzt bloß Köder oder was? Lieber Ben, wir haben doch vorhin festgestellt, ich bin mit meiner Angel zu schlecht. Ich habe gar keine Köder. Tja, wenn man halt nicht mal weiß, wie ein Wurm auf die Angel geht. Du musstest das auch irgendwann mal lernen. Sei nicht so arrogant. Aber ich habe das schon gelernt. Da war ich viel, viel kleiner als du. Ja, war ich viel jünger. Mhm. War ich mindestens 3 Monate jünger. Dafür überlebst du in den Minen keine 3 Ebenen. Deswegen gehe ich auch nicht dahin. Ich weiß ja, was ich kann und was ich nicht kann. Aber ich kann alles. Ich bin Lumida. Ja, oder du verwechselst es einfach. Du hast es gerade echt versaut. Das heißt eigentlich, ich bin Batman. Nee. Ich bin aber nicht Batman. Doch. Gib mir meine Fackeln und mach neue Fackeln. Warum machst du denn Fackeln? 1.10 Uhr übrigens, 1.10 Uhr. Weil übrigens. Ich die kostenlos krieg. Benny, ich hab hier einen Magnetring für dich, den kannst du dir bitte das nächste Mal rausnehmen und ausrüsten. Ich will keinen Magnetring haben, ach komm jetzt so ab. Der zieht alles in der Nähe an. Also. Warum willst du denn, also du bist weder ein Leuchtring noch ein Magnetring, was ist eigentlich kaputt bei dir? Ich hab schon lange einen Leuchtring an. Schön. Ich habe ein Laserschwert, ja. Ist klar. Wer ist denn da noch nicht im Bett? Ich. Wer liegt denn da in meinem Bett, ja? Lumida, bist du wieder? Ich wollte kuscheln kommen, ja? So. So, genug Geld. Hofarbeitsstufe 5. Glückwunsch. Züchter oder Ackerbauer? Willst du jetzt Viehzüchter machen? Ich bin ja schon Ackerbauer. Okay.